Hallo Leute, ich bin Unwolf und willkommen zu einer weiteren Folge von Angezockt. Heute stelle ich euch ein weiteres Spiel von mir. Und zwar dieses Spiel heißt Phantom Doctrine. Ja, was ist das für ein Spiel? Leute, das ist einfach ein Spionagen-Game, wo wir hier auswählen können als Anfang Schwierigkeitsgrad. Machen wir mal Mittel. Ich kann euch einfach heute, also wir können normale Story-Modus oder eine erweiterte Story-Version der Story spielen. Da könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was wir hier alle spielen sollen. Also entweder normale Story-Modus, denn, wie gesagt, das ist so eine Art Spionage. Und wir werden heute sozusagen ein Tutorial spielen, aber auch der ist ziemlich interessant. Erleben Sie eine erweiterte Story, Version der Story. Ja, hier. Ich klicke drauf, kann ich nicht machen. Wir müssen erstmal normale Story-Modus spielen. Also bleibt das bei normal. So, Schwierigkeitsgrad erstmal Mittel. Und weitere Funktionen, Tutorial aktiviert. Iron Man Modus werden wir nicht machen. Untertitel alle. Ja, also. Dann, was können wir noch? Wir können hier für CSI spielen. Also, Deckname Deadpan. Ja. Als CSI bist du fürs Globo zuständig und musst eine globalen Verschwörung nachgehen. Ja Leute, ich werde vorab sagen, wenn ich dieses Projekt anfange, und zwar ich möchte diesem Projekt anfangen, ich muss nur halt überlegen, als was ich das mache. Und zwar entweder als Livestream, wenn das klappt, ich probiere das aus, wenn das funktioniert, wird das als Livestream kommen oder LP. Vorab Leute, ich werde nie für ein CSI spielen, das ist meine persönlichen Gründen. Ich werde für KGB spielen. Ja, dort haben wir einen Decknamen Kodiak. Ich werde ein KGB sein. Ja, lang lebe Putin. Der Grund ist klar. Ja, also der Grund soll mancher von euch das wissen. Klar sein, warum. KGB. Und was ziemlich lustig ist, Leute, was ich nicht verstehe, aber es ist immer in so in amerikanischen Spielen, die Russen sind immer schuld. Ja, wobei, wenn wir so nachdenken, stimmt es gar nicht. Also, ja. Wir sollen jetzt uns ein Bild hier auswählen. Ich werde echte Namen schreiben. Ja, machen wir Lone Wolf. Lone Wolf. Oh, ja, ein Buchstabe zu viel. Schade, dass man auch Decknamen nicht schreiben kann, aber ihr werdet sehen, warum. So, man kann hier weiblich, männlich auswählen, also hier bei den weiblichen Fotos zum Beispiel, ja. Ich hoffe, das kommt gleich. Hallo? Wo sind die ganzen weiblichen Kreaturen? Okay, also bleiben beim männlichen, wobei... Wenn ich auf KGB gehe, ist das Witzigste hier. Das ist wirklich Russen, also ehrlich, ne? Totale Russen. Ja. jetzt kann ich hier runtergehen. Also ihr seht alle Bilder, die wir auswählen können. Es geht einfach nur um Passbild, also Passfoto, was wir in unserem Pass haben. Also ihr seht, also wir können einfach ein Passbild hier aussuchen, es gibt mehrere hier. Machen wir so einen groben Gesicht auswählen, so einen richtigen Russen. Ja, sowas hier. Nein, natürlich nicht, Entschuldigung. Sowas hier. Wobei ich persönlich bin ohne Bart und das sieht mir mehr nach einem Ami als nach einem Russen. Also deswegen suchen wir uns etwas,
wo es ein bisschen nach einem Russen aussieht. Naja, so ein grober Kerl mit russischem Gesicht. So ein richtiger Ivan. Oder so. So, meine Meinung, der sieht so ein richtiger Ivan. Oder diese hier, ein richtiger Mafiosi-mäßiges. Da, der sieht mir nach richtigen Ivan aus. Aber wir schauen mal. Oder der hier, ein richtiger Ivan, ein richtiger Karl, so mafiosi-mäßig ist. Da fehlt dann natürlich ein Foto von Putin. Den habe ich gleich genommen. Aber Spaß beiseite, der sieht mir nach einem Russen aus, ne? So, da kenne ich. Den nehme ich. Also der sieht mir so richtiger Ivan aus. So. Jetzt können wir, also wir spielen ja auch angezockt in KGB. Wie gesagt, ich werde mit aus den persönlichen Gründen nie für die Armee spielen. Aber auch wenn wir für die Russen spielen, sind irgendwie, die Russen sind immer schlecht und die sind immer böse und was weiß ich, was nicht alles. Jetzt können wir hier Körperbau aussuchen. Und zwar, ja. Hier, ne? Also das Gesicht können wir aussuchen. Es sind 11 Stück. Standardaugen. Man kann hier so ein Gesicht aussuchen. Also man muss hier. Oh no. Naja, das sieht mir nicht nach Ivan aus. Man kann im total eigene Maße nach dem Bild hier machen. Wobei ich würde es ja mit so Frisur mit schwarzen Haaren machen wir so ja Standard Ivan ja so Körperbau machen wir so Körperbau so schlank nein aber stämmig so damit ihr auch was taugt. Ja. Also man kann hier Standard machen und das ist bei 1 durchschnittlich, also das ist einfach Standard. Wie gesagt, bei dem Gesicht bin ich mir noch nicht so sicher. So, das ist so ein böser Ivan. Genau. Jetzt geht's ans Angemachte. Wir können Haare wechseln und zwar die Frisur. Der sieht mir jetzt mehr nach Snake aus, ne? So, mit dieser Frisur sieht er mir mehr nach Snake aus. Als nach dieser Snake, wo im dritten oder vierten Teil war das. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Bart hier so hinkriegen wie am Foto. Ja, sowas. Sowas in der Richtung. Farbe B. Kann ich da irgendwie Farbe auswählen? Ja, dunkel bitte. Ne, das ist mir zu grau. Ich brauche so schwarz, genau. So in der Richtung soll mein Charakter kommen. Jetzt können wir auch den Kleidung aussuchen und das ist am interessantesten. Dann mache ich jetzt voll den coolen Mann und zwar wir sehen so Lederjacke volle coole Hosen so das hier so mit russischer Flagge da hinten ihr seht ja da ein bisschen russische Flagge Farbe ich kann da jetzt mal so machen dass wir irgendwie weiß lassen die Farbe von der Jacke kann ich jawohl. Oh, richtig cooler Mann. Dann Hände. Also wir können dann sag ich mal die Hose.
Schauen wir mal. Diese Hose sieht ziemlich cool aus. Ja, die lasse ich auch. Gibt es in Schwarz? Die Hose? Nein, nur im so blau. Aber so. Sowas. Ja. So. Und Hände können wir eigentlich Handschuhe dann geben. Ne, Anzug, nein. Ich will keinen Anzug, ich will Cargohose. Jawohl. So. Handschuhe können wir dem geben, also so coole Handschuhe. Yeah. Der ist ja bei uns der, ja. Solche Handschuhe? Weiß ich nicht. Aber die sieht erstmal richtig cool aus, ne? Also solche Handschuhe weiß ich nicht, aber vielleicht sowas hier. Ja, sowas machen wir. Und wir können sogar Schuhe wechseln, wobei ich lasse das erstmal. Jetzt können wir eine Kappe geben. Also sowas ja. Army Man. Oder so. Richtige Spione. So sieht er voll richtig wie eine Spion aus. Aber das werden wir mal gucken, was es noch gibt. Genau. Volle coole Kappe. Ja, der sieht immer noch nicht nach KGB aus. Genau, so. Das ist ein richtiger Russe. Ja, also wenn das kein Russe ist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn das jetzt kein Russe ist, dann weiß ich auch nicht. Da fehlt noch ein Bär und ein Balalaika. Ja, ich weiß. Ein Bär und Balalaika, das ist das hier. Was Europa denkt, dass auch in Russland Bären-Balalaika spielen. Ja, ist so. So, aber ich lasse das hier. Voll cool. Dann können wir Brille machen. Und zwar voll coole. Sowas hier. Ja, total mafiöse-mäßiges. Können wir glatt normale Brille. Es gibt noch solche Brille hier. Oh, voll cooler Mann. Nee, so sieht er nicht nach Spion aus. Genau. Jetzt sieht er wirklich nach Snake aus, ne? Das ist aber cool, ne? Sollen wir so lassen? Ne, also ich muss mir dem ja danach spielen. Ich lasse das. Wir können auch Accessoires geben. Und zwar, Leute, es gibt Folgendes. Wir können dem eine Zigarre geben. Oder, ja, normale Zigarette. Oder hier, seht ihr hinten vielleicht, das ist so ein Ohrstopsel, Ohrmuschel, das lassen wir lieber, wir lassen ihn so. So Leute, Details sind eigentlich Narben und Tattoos, das ist unwichtig. Wir spielen, ja endlich Spielbeginn, Spielbeginn. Und jetzt Leute, wie gesagt, wir spielen die erste Mission. Das ist alles auf Deutsch, ihr könnt da unten lesen. Ich werde das nicht machen. Normalerweise, das wird auch auch wird da geredet. Es gibt Momente wirklich, wo es auch auf Deutsch gesprochen wird. Ja. Aber meistens ist es Englisch. Auch wenn wir für KGB spielen. Beziehungsweise nein, nicht immer. Es gibt Momente, wo es wirklich auf Russisch gesprochen wird. Aber das wird alles auf Deutsch übersetzt. Und jetzt bin ich ruhig. This is Golf Yankee Juliet Uniform. Report in contraband seized. Understood. Break off patrol. Head back to base. Товарищ, HMS Conqueror нарушил радиомолчание. Что? Оказать расшифровку. Быстрее! Немедленно послать в Москву! Немедленно! We got intel from Vladivostok. It's big, Steve. Langley seen it yet? No. Should they? They
Hell yeah, but use the network. We don't want anyone listening in. First the British, and now the Americans. Was there anyone else you wanted to involve in our plans? I am handling it, Valhalla. Get out. Both of you. Your incompetence has exposed us. Now Iceberg is in jeopardy. Doing all of this in the open was your idea. True. It was a simple plan that any fool could have executed. And you failed. Gentlemen, this problem is easily solved. Traitors! Now, now, don't shout. It's bad for your heart. Leute, ich habe gerade gemerkt, dass das Bild vor dem vor Audio gegangen ist. Ich weiß nicht warum. Also normalerweise bei der Probe war es so, dass es gut gelaufen ist. Wir schauen aber weiterhin und wie gesagt, also das ist nur angezockt und ich muss sagen, Leute, das ist echt geiles Spiel. Ich habe die erste Tutorial-Mission gezockt und ich muss sagen, es ist absolut geil. Es ist wirklich genial gemacht und ich hoffe, es funktioniert auch bei Livestream. Das ist das Livestream-Programm, das Ganze ja, tadellos schafft. Und ja, wenn nicht, dann muss ich wohl oder übel das Ganze als Let's Play machen. Und wie gesagt, es gibt drei Fraktionen, CSI, KGB und noch einer, die dann freigeschaltet sein wird, nachdem wir eine von den Fraktionen durch haben. Das heißt, das hat Missionen. Und das heißt, das wäre auch bei einem Let's Play gar nicht mal so schlecht, wenn wir die Missionen machen. Das heißt, Easy Tutorial Operation Schwelle. Und wir sind in Ost-Berlin, Leute. Ja, willkommen in DDR. Wir werden in DDR sein, also wir werden in Deutschland sein, der ehemalige DDR. Und ja, ich muss sagen, die Mission ist echt geil und das Spiel hat an sich, also da muss man wirklich überlegen, wie man das Ganze schafft und wie man das Ganze macht. Und zwar Leute, wir fangen an, ich bin jetzt ruhig, es kommt noch ein kleiner Cutscene. So, das schwarze Bildschirm muss sein. So, jetzt kommt's. Ja. I hope you have a good reason for pulling me off that RAF gig. Absolutely. This operation is crucial to Project Iceberg. Why are you even talking to me? You're taking an awful risk. Nonsense. They may be expecting defectors, but not the kind of hardware you're carrying. Ihre Papiere bitte. Ja. Das sind wir aber nicht, so viel ich verstanden habe. Also das sind wir nicht. Wir sehen nicht so aus. Beziehungsweise kann sein, dass wir irgendwie uns umgezogen haben. Die Steuerung ist okay. Wobei Leute, wir müssen echt überlegen. Da sind wir. Da müssen wir hin. So, und das sind Runderboss hier. Das heißt, wir laufen erstmal. Es ist wirklich so rundenbasiert. Und jetzt kommen die sozusagen die Feinde. Feindliche Aktivität. Einer. Okay. Es sind vier Feinde, wie ihr seht. Vier Stück. Einer. Zweiter. Dritter. Vierter. Ja, also man sehe, wo die ganzen Feinde sind. Bevor wir jetzt zu der kommen, möchte ich hier
Sie betreten den britischen Sektor. Ja, und es steht auch auf Russisch. Ich will mal gucken, ob das richtig geschrieben wird, weil ich weiß, dass Ami das mit dem Schreiben nicht so gut haben. Ja. So, jetzt laufen wir weiter, Leute. Wir müssen jetzt dahin. Gehen Sie weiter. Okay, danke schön. So, jetzt natürlich rundenbasiert, also wir müssen jetzt Zug beenden. Der hat uns irgendwie nicht gemerkt. Die haben aber hier so Panzer stehen. Hier, der Panzer. So, jetzt machen wir... Jetzt müssen wir dahin. So, und jetzt muss ich hier. Ja. Jetzt muss ich hier, jetzt läuft er dahin. Macht was. Sehr gut. Seht ihr das? Also man muss hier echt alles überlegen, was wir da machen, wenn ich jetzt direkt da gelaufen hätte, ja? Und ich kenne mich, ich hätte direkt gelaufen. Ich hätte die Kamera übersehen und es wäre total hier viele Feinde auf mich losgegangen, weil ihr werdet gleich etwas sehen. Ihr werdet gleich etwas sehen, Leute. Und zwar, ich zeige euch was. Das wird auch euch gesagt. Da werden wir das nicht absichtlich machen, das muss man so gemacht werden, also... So, jetzt... Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, das sind wir jetzt. Also das ist einer von uns. Wobei, der macht hier Kontrollphase. Also wir können jetzt kontrollieren. Ja, also wir bestätigen den und machen dann jetzt irgendwie Kontrolle. So, wir haben jetzt den unter Kontrolle. Der Typ kann ja jetzt überall laufen, also jetzt wird uns gesagt, dass der Turm, der kann jetzt überall laufen. Dazu müssen wir Folgendes machen, wir müssen ihm, also ich kann hier zum Beispiel, ihr seht, also alles anschauen, wir müssen ihm hier hinbringen. Der läuft jetzt dahin, irgendwie ganz schön schnell. Hallo, alles klar, mein Junge, ja, alles klar. Können wir den mal auch mal machen. So. Ausschalten. Bom. Okay. Wachsamkeit. 80%. Okay. Seht ihr das? Also die Gegner werden irgendwie wachsam. Also die werden... Oh, da passiert was. Naja, aber... kommt keiner. So, und jetzt passiert das, Leute. Also jetzt werde ich euch was zeigen. Also jetzt können wir hier taktische Beobachtungsosten machen. Und zwar, wir können hier mal das Ganze mal beobachten. Wir geben dann ein Signal und ihr seht hier, einer von unseren Leuten beobachtet das Ganze. Okay, hier ist jetzt die Gegner, also wir müssen jetzt, und hier wird jetzt Folgendes gemacht. Wir müssen jetzt taktisch vorgehen, Leute, also ihr werdet gleich sehen. Ich muss mich dahin begeben. Moment. So. So, jetzt muss ich hierhin begeben. Mit unserem zweiten. Der rennt eigentlich. Okay. Und jetzt, Leute, das nimmt man jetzt stürmen. Ja? Und zwar, ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn ich stürme.
Einer von meinen Leuten trägt keine Waffe, die schallgedämpft ist. Stürmen. Jawohl, stürmen lang. Los! Soll jetzt stürmen. Bestätigen. Los geht's. Okay. Jetzt sind alle alarmiert, weil einer meiner Leuten kein Schalldämpfer hatte. Also jetzt gibt's da feindliche Aktivitäten, Alarm aufgelöst. Turm hatte eine nicht schallgedämpfte Waffe abgefeuert. Das heißt, man muss schon überlegen, mit welcher Waffe man hier schießt. Und ja Leute, das ist das Geilste. Und man muss hier auch sehr viel nachdenken, die Positionen also auswählen und. Also es ist nicht so, dass man, naja, denkt sich, ja okay, was soll ich? Ich gehe jetzt so und mach das und jenes und so weiter. Nee. Denn man muss hier ziemlich überlegen. Jetzt. Over and out. Jetzt müssen wir unsere Abholzone hier sichern. Und zwar, Leute. Es geht darum, wir müssen die erstmal hier. Das ist unsere Zone. Ja. Fluchtfahrzeug einfordern. Gut. Und jetzt müssen wir Folgendes machen. Ihr seht hier AK. Muss mich jetzt richtige Position wählen. Los. Jawohl, wir haben uns positioniert. Das heißt, ja, wir können jetzt diese Zone hier safen. Und ich mit dem zweiten springt er jetzt durch Fenster. So, und jetzt schaut euch, was passiert. Feindliche Aktivitäten. Ja. Also wir halten jetzt unsere Zone hier in Schach. Ankunft in 2 Runden. Ja, also. Das kommt der Fahrzeug in 2 Runden. Jetzt kommt einer und er schießt. Weil ich ihn positioniert habe, hat er geschossen. Jetzt kommt der zweite. Wird erschossen. Weil wir ihn gut positioniert haben. Okay, jetzt kommt das nächste. Wir müssen... Moment Leute, also wir müssen einen hier hinsetzen. Also das ist unser Turm. Der geht durch Fenster, hockt sich hier hin. Und weil der hier der Feind ist, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ihr seht, hier ist der Feind und da sitzt er. Wir geben einen Befehl, Angriff durch Feuer. Bestätigen. Und erledigt Damage. Hat uns hier gemacht, also einer wird erschossen. So, gut, mit dem zweiten müssen wir leider durch Fenster runterspringen, also ich muss jetzt die Position mal, genau, hier war das, der springt jetzt durch Fenster, okay, los, oh, hast du dir da nichts gebrochen bei so einem Absturz, aber Leute, jetzt schießt er mit Pistole, weil da der Feind ist, also können wir hier zum Beispiel, aha, und bestätigen und der schießt dann mit der Pistole in dem Kampf 100%. Super. Okay, jetzt müssen wir den Zug beenden. Wir haben jetzt ziemlich viele erschossen und in dem Zug kommt jetzt unser Fahrzeug. Auf jeden Fall, das ist ziemlich interessant. Also nur einer ist übrig, zweiter. Zwei Gegner. Wir haben mehrere schon erschossen. Das waren 4 Gegner. Wir haben aber
1, 2, 3, 4 erschossen. Und woher die 2 kommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben somit die erste Mission eigentlich durch. Jetzt kommt ein Fahrzeug, der uns abholt. So Leute, springt rein. Ja, wie gesagt Leute, also das ist ziemlich geiles Spiel. So, wir müssen unsere Leute einfach hier hinbringen und glaub. Und jetzt den zweiten. Also das ist einer von uns jetzt, der Turm. Springen runter. So, die Evakuierung läuft. Und ab geht's. Hier den Knopf drücken, bestätigen. Evakuierung. So. Wir wurden evakuiert. Und ja Leute, ich weiß nicht, ob euch dieses Spiel gefällt, aber ich finde ihn geil, wo man nachdenken und wirklich so eine Spionage durchführen kann. Am Ende will ich euch noch etwas sagen. Und zwar, warum ich das für CCI nicht spielen werde. Erstens, wie gesagt, ich werde es nicht tun. Es ist meine persönliche, persönliches Vorhaben. Ich mag einfach nicht für CSI zu spielen, weil, ja, es reicht schon, dass die Amis die Russen immer als böse darstellen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann spiele ich lieber für die Russen. Weil alles, was in Spielen so los ist und nicht nur in Spielen, in Filmen, das ist einfach nicht wahr. Ja, und solange es sowas gibt, also die Möglichkeit Russen zu spielen, spiele ich lieber auf der Seite, der im Spiel als böse dargestellt wird, wobei das eigentlich überhaupt nicht stimmt, Leute. Also wenn man nachdenkt, dass das genau umgekehrt ist, ja, dass die Amis immer das Böse sehen und nicht die Russen. Amis und Europa, das ist das reine Böse. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf, haut rein. Ciao.